Was ist das für ein Paket? Das ist ja kein kleines, das ist ein großes Paket. Mann, Mann, Mann. Viel Spaß bei dem Unboxing von meinem Temp-Paket-Wahnsinn geht weiter hier auf diesem Kanal. Oh, moin Leute, ja, was geht? Ja, ich habe hier mal eben so ein kleines Paket bekommen. Ich schick dir mal ein kleines Paket, hat er mir geschrieben. Ich bin euch voll aus allen Wolken. So, das ist jetzt das vierte Temp-Paket, was ich jetzt bekommen habe. Also ihr seid ja alle bekloppt. Also nochmal an alle, Dankeschön, dass ihr mir so Sachen schickt und so weiter. Ist nicht selbstverständlich, wie gesagt, wie ich das tausendmal sagen kann. Ja, find's Wahnsinn. Mal gucken, was da drin ist. Und ja, ich will mal sagen, ich zück mein geiles Messer und dann geht's ab, ne? So, da haben wir es jetzt offen und ich bin gespannt, was drin ist, lieber Johnny. Ja, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wahnsinn! So, aber egal, da ist ein Brief drin. Oh. Oh, Schnee. Gut, passt von den Johnny Dicks. Ja, Mahlzeit, Dennis. Wie du ja weißt, schaue ich deinen Kanal schon seit Anfang an. Ja, ich weiß. Er ist auf jeden Fall Abonnent seit der ersten Stunde. Spaß beiseite, ja. Aber auf jeden Fall, was steht dir noch? Ich wollte dir auch mal eine kleine Freude machen und habe dir deshalb dieses Paket zukommen lassen. Hoffe, du kannst davon etwas gebrauchen. Und wenn nicht, hast du was zusätzlich für eine Verlosung. Aber ein Geschenkengau guckt man nicht ins Maul, oder? Richtig, da hat er recht. Da hat er recht. Also man hat das ja gesehen bei Marcel, ich fand auch alle Sachen gut und so weiter, man denkt auch anders. Es ist einfach geschenkt, das ist was anderes, wenn man selber kauft und so weiter, und da freut man sich auch über die Sachen mehr. Das ist ja wie zweiter Geburtstag oder zweites Weihnachten oder was weiß ich noch hat. Ja, ich laber wieder zu viel. Schnauze, ne? Ja, ich weiß. Gut, mache weiter so, mein guter Grüß aus der Berliner Ecke und tschüss und bam. Ja, hat er mir auf jeden Fall aufgemacht, finde ich schon mal sehr geil, der Zettel. 30.01.2018 hat er sogar hier noch oben noch reingeschrieben. Also das Paket ist von 30.01.2018. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Wir haben heute, glaube ich, den 4. Februar, das irgendwie hier auszupacken. Zweitens, wahrscheinlich, wenn das jetzt kommt, ist schon wieder Ende Februar. Na egal, er hat auf jeden Fall hier ordentlich Paketdinger hier reinmacht. Diese Pom-Pom-Dinger, diese, keine Ahnung hier. So, beginnen wir mit Item 1. Und da sehe ich schon ein Manga. Manga, gratis. Der Pirat und die Prinzessin und irgendwas anderes hier. Oh, werde ich mal reingucken. Du eine Pause. Oha, das sind ja mal die Monstermädchen. Oder meint er eher mit mehr die Monster-Titten? Oh, Entschuldigung. Und übel. Blatt? Was soll das denn? Über Blatt? Okay. Naja, auf jeden Fall, ich gucke ganz gerne Animes und Mangas. Die Zeit ist so ein bisschen weniger geworden, aber das kann man sich mal gut auf jeden Fall eine Pause reinziehen. Erstmal schon mal Item 1. Kommen wir zu Item 2. Oh, machen wir ein bisschen mehr auf hier. Das ist ja hier Comics aufgelegt, sehe ich gerade hier. Ah, cool. Clever und smart. So, einmal Dark Souls. Ein Dark Souls Titan Comics. Auf Englisch. Gut, ich kann Englisch auf jeden Fall. Da werde ich auch mal reingucken. Das sieht schon mal irgendwie sehr nice aus. Dark Souls kenne ich eigentlich eher als PC-Spiel. Also es ist ein Rollenspiel. Ah, sieht sehr geil aus. Also hier die Zeichnungen. Ja, man kann hier gar nicht richtig sitzen. Einmal der Comic und dann hat er noch sehr nice, kenne ich noch von damals, Clever und Smart Sonderheft. Ja, auf jeden Fall, das passt ja richtig zum sag ich mal, zu meiner Haul manchmal. Ich mache ja sehr viel Flohmarkt-Haul mäßig im was, wer jetzt noch neu auf diesem Kanal ist. Also, ja gut, der Johnny, der guckt ja schon lange zu und so weiter, aber der weiß das auf jeden Fall. Ja, und ich sammle ja auch Comics und auch ältere Comics und das ist auf jeden Fall sehr geil, weil ich habe die damals auch als kleines Kind gelesen und angeschaut, finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Ja, es war zu der Zeit so mit Mad und so weiter. Sehr geil. Einmal ein Comic von Clever und Smart. Gut, gucken wir mal, was hier noch drin ist. Ich glaube, ich muss ihn mal rumwühlen. So, dann kommen wir mal in das, sage ich mal, so Item 3. Ah, okay, gut. Habe ich schon fast gedacht, das habe ich leider schon. Aber dann wird sich wohl nochmal jemand anders freuen über eine Verlosung oder keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Aber das ist trotzdem sehr geil. Ich habe die selber ja, wie gesagt, ausgepackt. Und ich finde die einfach geil. Also Titan Series finde ich nicht alles immer so toll. Es gibt auch hier Dr. Who und so weiter. Aber Alien muss man haben. Also, ne, also auf jeden Fall, das ist Alien. Sehr geil. Center Shocks. Center Shocks und ein paar Sticker. Und das sind ja irgendwie geile Center Shocks. Die habe ich noch nicht, gar nicht gesehen. Ah, ich probiere mal einen hier. Wahrscheinlich werde ich hier tot umfallen. Center Shock Mr. Slimer. Ah, wie geil ist das denn? Da will ich nicht fokussieren. Boah, muss das mal hier abstellen. Ey Junge, ich muss was mal abstellen hier.
Guck das mal an. Das ist irgendwie was Neues. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Center Stock Slimer. Ja, werden wir mal wohl testen, ob die schmecken, oder? Oh, ist das sauer, ey. Ist das sauer. Mal gehen einen noch. Aber wenn ich mein iPhone 5, also übrigens, ausgekaut hab, werde ich mal die Sticker zeigen. Okay, da haben wir Sticker reingemacht. Mann, der scheiß Fokus will ja nicht. So, Transformers. Optimus Prime hier. Was mangamäßig japanisch ist. Ah, geil. Okay, das werde ich mir hier schön hinhängen. Bam. Der Rest wird wahrscheinlich mein Sohn bekommen. Was soll das denn für Viech hier sein? Was ist das denn hier? Hallo, hallo. Ah. Und hier, was ist das hier? Okay. Wie dreht man das? Soll das eine Maus sein? Okay, den kenne ich. Aber es fragt mich nicht mehr, wo der herkommt. Ja, das ist Mickey Maus, ne? Ja, und Kung Fu Panda. Trotzdem sehr geil. Okay. Da wird sich mein Sohn drüber freuen, auf jeden Fall. Der Kokomi nervt aber jetzt gerade ein bisschen. Ich kann ja mehr reden. So, kommen wir zu Item 6. Eine Loot Crate Exclusive. Battlestar Galactica. Wollt ihr hier so sehen? Die war auch hier drin. Ja, auf jeden Fall sehr geil, das Teil. Also, fängt ja auch schon irre an. Figuren, das Teil hier. Wahnsinn. Katerruhe. Mein Kater, der jault hier gerade rum, Mann. Was ist hier los? So, Party. Weiter geht's mit Item 7. Was hast du denn alles hier reingetan? Ah, du bist ja bekloppt, du hast ja eine Kuhfick hier reingemacht. Das sind sogar meine zweite Kuhfick, die ich jetzt habe. Und das, die habe ich noch nicht. Das ist Jessica Jones. Ja, die ist ja auch mal nice. Ja, cool. Da freue ich mich richtig drüber. Kommen wir zu Item 8. Okay, was zu trinken? Sehr geil. Duff Energy. Habe ich noch nie getrunken. Sag mal, fokussiere jetzt hier. Ja, nicht wundern, ne, dass das hier alles rumliegt. Das ist meine ganze Review-Ware, die ich noch mal euch zeigen möchte. Wahrscheinlich hänge ich ein halbes Jahr dran. Mein Zimmer ist so eine Katastrophe. Ich wollte eigentlich noch eine Roomtour machen. Werde ich auch noch irgendwann alles machen. Es wird hier so noch hier einiges ändern. Da wird es hier nochmal ein Infovideo geben. Vielleicht gab es das auch schon, oder vielleicht gab es noch nicht. Aber das wird noch alles kommen. Seid gespannt, was da so alles drin ist. Gut, Item 9. Und wenn nicht, dann ist das so, wenn da kein nichts mehr drin ist. Alter, hat der noch mehr Figuren. Sag mal, ey, was ist mit denen los, Mann? Was ist mit denen los? Ja, sehr geil. Eine Assassin's Creed Figur. Wahnsinn. Aguilar ist da drin. Sehr nice. Eine Funko Pop Figur. Ein bisschen Damage. Nein, aber mich stört das ja nicht. Ich bin ja Out of Box Sammler. Finde ich auf jeden Fall auch richtig nice. Du bist doch fertig, ey. Du bist doch fertig, oder? Fertig. So, Item 10. Wenn da noch was drin ist, ich weiß es nicht. Das ist noch mal was, ey. Was packst du da rein, Mann? Okay. Ah, oh, geil, ey. Okay. Back to the Future. Dr. Emmett Brown. Natürlich, klar, muss man den... Geil. Geil, geil, geil. Echt. Wahnsinn, cool. Film mit einer Marty McFly. Toll, das muss ich mir auch nochmal kaufen, ne? Das ist ja geil. Also sieht echt cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nice. Ich staffel dir das hier schon, ne? Seht ihr das? Das fährt gleich um hier. Ich guck mal, ist da noch was drin? Ah, da ist ja noch was drin. Item! Okay, sehr viele Poster. Wow. Hast wahrscheinlich aus dem Videothek mal mitgehen lassen, ne? Ich denke mal, das muss ich mal gucken, was da alles drauf ist. Ich sehe gerade hier schon World War Z drauf. Und, weiß ich nicht, was ist das hier? Ich einfach unverbesserlich Teil 2 und Monster Uni Poster kann man auch mal gebrauchen. Und das war's. Aber das reicht vollkommen. Ich schick dir ein kleines Paket. Ist logisch. Mann, Alter, das ist ein Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also wer weiß ganz genau, wie viel das ungefähr wert ist. Das sind ja nur Figuren fast. Der weiß auch ungefähr, was er mir geschickt hat. Der ist doch bekloppt. Na, auf jeden Fall, ich bedanke mich tausendmal. Ich verneige mich vor dir. Shalom. Nein, ich mach Daumen hoch. Dankeschön. Echt Wahnsinn. Johnny, vielen Dank. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich kann mich auf den Boden legen, kann sagen, Dankeschön. Hammermäßig, echt, wirklich. Ja, Leute, ne? Was gönnt ihr mir das? Ne? Ist das wirklich so, dass das, ja. Ist das. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist das für mich, ist das gerecht, dass er mir sowas schickt?
mache ich tolle Videos. Könnt ihr mal ja gerne Kommentare setzen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst fragen sollte. Also ich bedanke mich nochmal tausendmal, wie gesagt. Und wer noch nicht ein Abo hier gelassen hat oder Like, kann es gerne machen. Lasst das gerne hier. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video, ne? Bis dann und ciao und bam! Und Dankeschön, Johnny. Danke, danke, danke.